Und damit geht dieses Finale los. Viel Spaß und gute Unterhaltung dabei. Das Duell an der Bande gibt den Freistoß für Oscar Pato Silva, den Berliner Aktivposten. Das ist der Top-Torschütze der Berliner, Anthony Rosschen. Schenkenberger. Es ist auch das Duell der zwei Top-Torhüter im Turnier. Philipp Schenkenberger und Lennart Grill haben beide fantastische Eindrücke hinterlassen. Grill ja Nationaltorwart. Insgesamt der Finalanzug beider Teams absolut berechtigt. Und wir sind gespannt, wann die Fesseln gelöst werden und dieses Finale eröffnet wird. Der erste Torschuss pariert von Lennart Grill, der kann aber abklatschen. Anthony Rosschen zum 1:0 für die Berliner. Den Ball konnte Grill nicht festhalten, ließ ihn nur abklatschen und dann war der Torjäger Anthony Rosschen da. 5 Tore hat er draußen in der Regionalliga gemacht, die wird er hier schon gefühlt geknackt haben. Für die Berliner und damit die frühe Führung nach 2 Minuten. Die Mainzer erst in der K.O.-Phase so richtig durchgestartet. In der Vorrunde kein Sieg. Eine Niederlage, 2 Unentschieden. Dafür dann aber ausnahmslos starke Mannschaften aus dem Weg geräumt. Und hier der Treffer, der Ausgleich. Rechts außen der Kapitän der Mainzer. Trifft zum 1:1. Mohamed Bukayu. Und die Mainzer gleich mit dem nächsten Angriff. Also die Mainzer, Favoriten aus dem Weg geräumt, Schalke starker Eindruck, 4-2 besiegt, Hoffenheim richtig stark, 3-1 besiegt, die Dortmunder toller Auftritt, 4-2 besiegt. Also der Einzug in dieses Finale, total verdient. Die Berliner 3-0 gegen die Mühlis, 3-1 gegen den 1. FC Nürnberg und dann auch ein Sieg über den FC Bayern. Und jetzt die Mainzer wieder dabei. Jetzt der Ball rübergespielt auf die linke Seite. Der Abschluss nochmal an den Pfosten. Der Konter läuft. Hohes Tempo beider Mannschaften. Das entwickelt sich zu einer richtig guten Partie hier. Da ist wieder Grill. Da hast du durchgespielt und dann geht der Ball über das Tor. Veit Kaya. Etwas so hoch gezielt. Ärgert sich da noch.
Das ist Max Mulak. Kampfstarker Berliner. Schiedsrichter haben sich vielleicht vorhin von Hallensprecher Christian Spülmann mitbekommen. Schiedsrichter Walker vom TuS Nettelstedt. Keine große Überraschung, dass er dieses Endspiel hier leiten darf. Hier sagt der Ball gespielt und dann zwingt der Philipp Schenkenberger zur nächsten Parade. Eckball für den FSV Mainz 05. Jetzt ausgeführt und abgeblockt. Der Ball, der Konter läuft. 2 gegen 1, wenn es schnell geht. Das ist der nächste Angriff für die Berliner. Max Mulak, aber der Ball geklärt. Veit Kaya spielt hier mal rüber zu Nick Rosenbaum. Rafael Acebi Mensah jetzt am Ball. Zusammen mit Christian Kinsubi, der auffälligste Spieler. Und auch hier im Finale trifft er natürlich und nicht einen rhythmischen Tanzen. Rafael Acebi Mensah. Nicht zu stoppen im Turnierverlauf. 9 Tore der Regionalliga gemacht für die Mainzer und auch hier schon einige Male zugeschlagen. Mainz dreht das Spiel auf 2-1. Muss Paldalei einmal runter von der Platte, sich da verletzt. Für ihn Berkan Alimler jetzt auf dem Feld. Und da ist ja Alimler, der gerade für Dardai gekommen ist mit dem Schussversuch. Jetzt wieder der Konter der Mainzer. Veit Kaya, Veit Kaya verzieht diesen Angriff aber. Unterwechsel bei den Mainzer und bei den Berlinern. Die hat Schenkenberger schon besser gespielt am heutigen Tag. Der Ball wieder auf Anthony Rostchen. Immer wo er ist, wird es überwiegend gefährlich. Die Mainzer machen das gut jetzt, lassen den Ball laufen und lassen Hertha nicht so an den Ball kommen. Ja.
Wieder Freistoß für die Mainzer. Ist doch nicht das mitreißende Endspiel, was man sich vielleicht erhofft hat. Hat so viel, das jetzt so ein bisschen an Torraum sehen. Hüben wie drüben. Das kann man gerade den Mainzern keinen Vorwurf machen. Die machen das aus ihrer Sicht genau richtig. Führen, verwalten das gut. Jetzt mal Freistoß für die Berliner und Ballbesitz vor allem für die Hauptstädter. Und damit die Möglichkeit, selber konstruktiv nach vorne zu spielen. Fehlpass dann vom Keeper Grill. Ball nochmal rüber gespielt, aber dann ein Stück weit zu eigensinnig. Von Berkan Alim leer. Meinz jetzt quer gespielt, völlig frei gespielt und dann musste Philipp Schengenberger da sein und dann gab es nochmal die Möglichkeit für Mainz. Es fehlen ein Stück weit jetzt auch die Kräfte in diesem Spiel, nach diesem langen Tag. Das war eben aber schön, um Platz 3 schon zu merken. Die Akkus gehen langsam in den Notstand. Der Ball bleibt im Spiel. Die Mainzer Klasse Einzelaktion, da hat den Ball gut rüber gespielt. Die Doppelpasskombination und dann gelingt die Mitnahme nicht. Jetzt mal vielleicht Platz und Zeit für die Berliner nachzurücken. Aber die Mainzer sofort zurück. Tolles Umschaltverhalten. So bei Ballverlust. Alle vier Spieler direkt hinter dem Ball. Hier das Foulspiel an Alim Ler. Aber wieder alles zugestellt. Berlin braucht ein Tor aus dem Nichts. Jetzt wieder Schenkenberger dazwischen. Das war Pal Dardai mit dem Schussversuch. Nochmal gespielt. Klasse! Das Fuhl den Fuß hingehalten! Und dann das 2:2. Das war eine schöne Kombination. Berkan Alim Ler trifft, nachdem Pal Dardai Junior den Ball vorgelegt hat. Der Ball im Tor aus. Also, es riecht nach 9-Meter-Schießen. Die Berliner, eine Kombination hat gereicht, um nochmal zurückzukommen. Jetzt wird die Halle auch nochmal wach. Und vielleicht haben wir jetzt in den letzten 60 Sekunden auch nochmal ein bisschen Dramatik, ein bisschen Spannung, nachdem dieses Finale etwas Platz hätte. Da ist wieder Alim Ler, der hier gefault wird an der Bande. Da war der Arm draußen. Es gibt Freistoß für die Berliner. Korrekte Entscheidung da. Dardai hat sich den Ball hingelegt. 47 Sekunden vor dem Ende. Dardai mit der Bande. Gute Idee. Wieder Dardai. Der Ball geht über das Tor. Und der Ball ist jetzt bei Nationaltorwart Lennart Grill. 30 Sekunden auf der Uhr. Die Berliner machen nochmal Druck. Wollen das 9-Meter-Schießen unbedingt verhindern. Grill fährt ihn mal weit nach vorne.
Der Ball jetzt im Aus. 22 Sekunden. Spiel ist unterbrochen, Zeit angehalten. 18 Sekunden vor dem Ende. Mainz rollt ein und hat den Ball. Boah, ein 9-Meter-Schießen hätte auch was. Für den Spannungsmoment natürlich nochmal eine geniale Geschichte. 10 Sekunden auf der Uhr. Mainz will mehr als 9-Meter-Schießen als die Berliner. Jetzt nochmal der lange Ball. Sekunde und wir haben es. Das 9-Meter-Schießen ist erreicht. 2:2 im Endspiel. Also, es ist noch nicht vorbei. Es wäre ein Zielanlauf auf die Sekunde genau gewesen. Um 17.20 Uhr war die Siegerehrung angedacht. Es ist jetzt 17.19 Uhr. Natürlich verzögert sich das jetzt etwas durch dieses 9-Meter-Schießen. Aber das nehmen wir gerne mit. 5 Schützen werden gesucht. Und die Berliner haben die schon gefunden. Pal Dardai wird auf jeden Fall antreten. Wer kann? Alimler wird antreten. Max Mulak wird antreten. Dann auch Oscar Pato Silva wird antreten. Also die Führungsspieler, die starken Spieler im Turnier werden auch zum 9-Meter-Punkt treten. Auch bei Mainz rechnen wir mit den üblichen Verdächtigen, wie zum Beispiel Mohamed Bukayo, wie Fight Kaya, Rafael Asebe Mensa oder Christian Kinsobi. Die Berliner schwören sie nochmal ein. Während der Schiedsrichter gespannt. Die Schützen der Mainzer aufnimmt. Also, Kinsobi kann ich erkennen, wird auf jeden Fall antreten. Veit Kaya wohl auch. Und jetzt natürlich auch ein Duell der Torhüter. Für mich die beiden besten Keeper im Turnier. Lennart Grill von Mainz gegen Philipp Schenkenberger gegen Hertha BSC Berlin. Wir spielen hier bei Mannschaften schon mal für ein tolles Turnier, ein tolles Finale, einen großen Applaus. Das war für die Zuschauer jetzt. Und wir sagen schon jetzt, wir drücken die Daumen für den FSV Meister 5. Und wir drücken die Daumen für Hertha BSC. Der erste Schütze wird Pal Dardai sein. Pal Dardai Junior, der Sohn des ehemaligen Bundesligaspielers. Jetzt vom Punkt gegen Lennart Grill. Er vergibt und Grill hält. Der Nationalkeeper mit der ersten Parade. Für Mainz tritt an Jan Ostrowski. Auch er schon als Torschütze erfolgreich im Turnierverlauf. Ostrowski. Er trifft in die Mitte. Zum 3:2 für Mainz 05. Und als nächstes Berkan Alimler, der Schütze für Hertha BSC Berlin. Gegen Grill. Der Posten und Grill war, glaube ich, noch mit den Fingerspitzen dran. Das kann schon eine kleine Vorentscheidung gewesen sein. Wenn Nick Rosenbaum den jetzt verwandelt gegen Philipp Schenkenberger. Er trifft zum 4:2. Max Mulak, der muss jetzt treffen. Und ist das Ganze hier ganz schnell vorbei. Wieder gegen Grill. Der trifft zum 3:4. Erster Treffer für Hertha am 9-Meter-Schießen. Und jetzt kommt, wie angekündigt, Mohamed Bukayo für die Mainzer. Ja.
Und er trifft für Mainz. Zum 5:3. Und jetzt ist es so, vergibt der nächste Berliner Spieler, vergibt Maximilian Storm diesen Ball. Dann hat der SV Mainz zu 5 seinen allerersten Fullback Cup gewonnen. Und das bei der dritten Teilnahme. Storm gegen Grill. Der Lupfer über das Tor und der FSV Mainz 05 ist Fullback Cup-Sieger 2015. Herzlichen Glückwunsch in die Karnevalshauptstadt nach Mainz. Ein verdienter Erfolg für Mainz. Ein Lupfer, ein fehlgeschlagener Lupfer entscheidet diese Partie. Und jetzt, wie versprochen, bleiben wir natürlich auf Sendung. Die Siegerehrung wird vorbereitet. Während die Mainzer noch feiern. Bei der dritten Teilnahme ist es der erste Cup-Gewinn für den FSV Mainz 05. 1-4 zu uns aufs Feld. Wir holen die Pokale und legen wir gleich los. Und das erste Siegerbild wird schon gemacht. Die Mannschaft 1-4 bauen sich auf. Von den Mainzer. Natürlich jetzt auch wieder Borussia Dortmund, FC Bayern München. Auf der Platte. Ach, das ist schon mal sehr schön. Die ersten vier Gewinner an diesem Wahnsinnsturnier. Wir ziehen ein bisschen Fazit. Es waren intensive zwei Tage. Ich hoffe, Ihnen hat es gefallen. Wie man gehört hat, gestern etwas technische Probleme. Heute lief, soweit wir es gehört haben, alles rund. Vielen, vielen Dank für die Treue den ganzen Tag über. Auch im neuen Jahr werden wir natürlich wieder diesen Stream anbieten wollen. Für alle Zuschauer, die keine Karten haben oder die vielleicht sogar weiter weg wohnen. Während es jetzt noch die Laola-Welle der Mainzer gibt. Und jetzt die Turnierleute. So, liebe Gäste, das sind die Hauptdarsteller natürlich heute hier auf dem Feld. Aber auf dem Feld sorgen natürlich auch ein paar Herren. 14 an der Zahl waren es bei diesem Turnier für die entsprechende Ordnung, dass man das mit den rechten Dingen zugeht. Unsere Schiedsrichter, da möchten wir auch Stefan heben. Und jetzt natürlich auch nochmal der Dank an die Schiedsrichter. Wir haben überwiegend gute Leistungen gesehen der Unparteiischen. Ein, zwei Ausraser gab es. Völlig normal, völlig okay. Es ist auch einfach schwierig, in dieser Halle bei diesem Tempo Entscheidungen zu treffen. Und wir warten natürlich gleich auf die Auszeichnung. Der beste Scorer, des besten Torhüter. Bei diesem Turnier. Danke dir, Jörg und deinen Jungs. Vor den Schiedsrichtern im Fußballkreis Lübecker und im Fußballkreis. Jetzt hier Gopoff. Wir haben da gemeinsam eine Sache gemacht. Ein paar Präsente für alle aktiven Schiedsrichter. Hier eine Plexiglasbox mit entsprechenden Handschuhen. Ich darf verraten, es war ein ganz, ganz enges Rennen. Es war ein Fotofinish. Um Haaresweite. Jetzt kommen wir. Wir haben immer eine Jury bei unserem Zeitnehmertisch, die hat die Noten der Torwarte zusammengezählt und es ging wirklich um Stellen nach dem Torwart. Bester Torhüter beim Freeback Cup 2015. Jetzt haben wir den besten Torwart. Philipp Schenkenberger. Und ja, Philipp Schenkenberger, das war jetzt verdient und zu erwarten nach dem 9-Meter-Schießen. Ich glaube, sonst wäre eventuell auch ein anderer da gewesen, aber Schenkenberger, ein klasse Keeper. Absolut verdiente Auszeichnung für den Berliner Torwart. Werden sich jetzt ein wenig trösten nach dem zweiten Platz. Von dem Tor von hinterher zu den Scorer. Und jetzt geht es um den besten Scorer des Turniers. Tor und Vorlage ist gleich wichtig. Ob eine Auflichtung oder Verwandlung ist uns gleichwohl wichtig, dass es gleichwohl das heißt, die meisten Tore und die meisten Vorlagen.
Mitspieler ganz besonders wichtig. Der Scorer kriegt bei uns einen Ball und er kriegt außerdem noch einen schönen Sachpreis zur Verfügung gestellt von einem Sponsoren aus unserem Umfeld. Auch dort war ein enges Rennen. Der beste Scorer hatte 9 Punkte auf seinem Konto, 7 Tore und 2 Assists. Er trägt die Nummer 10 vom BVB. Hüseyin Bulut. Hüseyin Bulut ist der Topscorer des Turniers. Hat eine fantastische Leistung gezeigt. Nicht nur die vielen Tore haben ihm geholfen, sondern die vielen Vorlagen. Und deswegen auch hier die verdiente Auszeichnung nach Zahlen. Hüseyin Bulut. Und da freut sich die Mannschaft auch für ihn mit. Das ist eine Auszeichnung, Topscorer. Ich bin sehr gespannt, ob wir diesen jungen Kicker irgendwann auch einmal im bezahlten Fußball sehen. 2015, den Aufsteiger Rhein-Tolger. Es geht unsere wunderbaren Pokale, unsere Mühlen von einem Sponsor unseres Turniers. Und jetzt gibt es noch die Pokale. Vielen Dank an der Stelle. Für die ersten 4 Sieger. Eine Mannschaft mit der weitesten Anreise hat uns viel, viel Freude gemacht beim Frühjahr 2015. Im Kleinfinale 0:3 gegen den BVB verloren. Aber trotzdem sagen wir vielen Dank. Toll, dass ihr bei uns seid. Im nächsten Jahr kommt ihr todsicher wieder. Platz 4 bei uns, FC Bayern München. Also hier, toller Federplatz, tolle Leistung, Bayern München. Christian Spödemann hat die Einladung quasi für das kommende Jahr schon wieder ausgesprochen. Wirklich. Klasse Leistung auch. Der Münchner, toller Auftritt mit interessanten Spielern. Und jetzt der dritte Platz ins Ruhrgebiet. Bärenstarkes Turnier gespielt. Christian Spielmann hat eine tolle Truppe zu uns geschickt. Es hat viel Spaß gemacht. Die Mannschaft hat natürlich auch viele Fans hier bei uns im Lübecker Land. Das kleine Finale mit 13:0 gewonnen gegen den FC Bayern. Herzlichen Glückwunsch. Toll, dass ihr bei uns seid. Borussia Dortmund. Und noch jetzt der Pokal für den BVB. Mit großen Applaus in der Halle. Ganz schön. Sind noch fast alle da geblieben. Die Halle ist sehr gut gefüllt. Kaum einer gefahren. Auch das nochmal, tolles Ambiente, ein toller Rahmen für Spieler und Verantwortliche. Auch das nochmal eine schöne Geste. Kapitän der Borussen bedankt sich bei Zuschauern und Verantwortlichen für das Turnier und gratuliert dem Turniersieger. Schöne Geste. Ist erst in unserer 16-jährigen Turnier geschrieben. Das zweite Mal 2008 haben wir schon mal 9 Meter schießen im Finale. Da hat die Mannschaft noch gewonnen. Viermal hat sie. Und jetzt der zweite Platz. In die Hauptstadt nach Berlin. Heute hat es nicht ganz geglückt. Bei uns aber trotzdem Platz 2. Dickes Dank von uns an Hertha BSC. Hertha BSC Berlin, das war der 7. Finaleinzug der Berliner. Mit Abstand die meisten. 14 Teilnahmen, 7 Finaleinzüge. Das bedeutet, in jedem zweiten Turnier im Schnitt. Und das ist nur der 4. Das ist nur für den 4. Platz. Und ja. Oh, jetzt steigt ja die Vorfreude bei unseren Freunden aus rein westliches Unermessliche. Hier gerade der Bayern-Trainer kurz im Gespräch über den schweren Pokal der Firma Kolbus. Seid ihr soweit? Da gehört schon ein bisschen was zu, gleich für den Kapitän des FSV Mainz 05, diesen hochzustemmen. Und das ist jetzt gleich soweit. Macht die Alarm nach vorne. Kommt der Pokal jetzt. Ja, genau, der Pokal kommt gleich zu uns. Kommt zu euch. Ja, genau. Macht mal so ein bisschen Spannung. Genau, der FSV 105. Der Kaderort 2. Sieger beim Vierbeckern 2015. FSV Mainz 05. Und jetzt ist es soweit. Der Pokal ist in Mainz. Beziehungsweise bei den Mainzern und wird heute bis nach Mainz gehen. Ein verdienter Erfolg. Toller Auftritt der Mannschaft. Sehr, sehr ausgeglichene Blöcke. Klasse Einzelspieler. Viele tolle Aktionen. Und deswegen absolute Bereicherung für dieses Turnier. Sympathisches Umfeld.
Und jetzt die letzten Bilder. Ich verabschiede mich langsam von meinem Platz an die Zuhause. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wir haben ein paar Informationen liefern können. Wir glauben, es war wieder ein tolles Turnier und wir hoffen, wir konnten ein bisschen Stimmung und Emotionen an die Bildschirme nach Hause bringen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Einen schönen Sonntag. Bis spätestens zum nächsten Jahr. Bis dann. Tschüss.